Wir sind wieder zurück in The Last of Us Part 2. Wir sind jetzt in dem Modus No Return und werden mal den antesten. Wir werden das Ganze jetzt mal mit Ellie anspielen. Und ich habe hier im Mittel ausgewählt, vom Schwierigkeitsgrad. Mal schauen. Natürlich mein erster Blind Run. Okay, das fährt sich ja. Nochmal was, wie das normale Spiel. Planungsbrett, okay, ja. Das sehen wir jetzt nochmal hier. Mal sehen, was hier drin ist. Genau. Okay, wir können hier die Waffen verbessern. Natürlich haben wir nichts, ist klar. Würden sich das bloß mal anschauen. Dann haben wir hier das Planungsbrett. Das starten wir mal noch nicht. Schauen wir erstmal hier noch rum. Okay, wir müssen. Das ist das einzige hier. Wir sind in Jackson. Begegnungstyp Ansturm. Seraphiten. Suchen. Und der Multiplikator. Und. Bin mir nicht ganz sicher, muss man das vorher auswählen. Ansicht umschalten. Hardware Store. Kann man es bestimmen, wie man läuft? Gegnungstyp Ansturm. In Ansturm spawnen Gegnergruppen in Wellen. Nur anfängliches Wissen über deine Position ist in jeder Begegnung unterschiedlich. Nutze die Pause zwischen Wellen, um dich zu heilen und deine Vorräte aufzustocken. Vorratskiste. Nach Abschluss einer Welle erscheint eine Vorratskiste. Nutze den Lauschmodus R1 gedrückt halten, um sie zu orten. Welle in Anruf. Okay. Natürlich weiß ich überhaupt nicht, wo ich spawnen. Ich habe bloß 6 Kugeln. Muss ich die alle töten, oder? Wir wissen, dass du da bist. Okay. Da. Das da ist ein Schneemann. Das sind sie da schon. Was ist dahinter? Ich sehe die dann auch die Spuren im Schnee. Wäre interessant zu wissen. Da kommt einer. Ich weiß nicht, ob man den backen kann. Und lautlos killen. Verfolgt er jetzt die Spur? Moment. Du hast keine Chance. So viel zu meiner Chance. Oh, cool. Und der Freund auch? Ich schätze, man braucht hier bloß ein bisschen Geduld. Dann funktioniert er schon. Na komm, Lumbi, hab was für dich. Schau mal, ich zeig dir das. Das bringt nichts. Doch, doch, dann liegt der Kumpel schon. Nett.
Welches nehmen? Oh. Da ist eine Kiste oder sowas noch. Nimm alles. Nein, nein. Ich wollte nachladen. Wir leben ja noch schnell wieder nach. Lebt man aber noch? Ist doch gar nicht wahr. Du lügst doch. Ich weiß nicht, wie man danach geht. Sie ist weg. Überall nachsehen. Und jetzt? Findet den Wolf. Na komm. Alles schön gut. Huch, was war das denn? Ach, da kann ich ja was basteln. Okay, schauen wir mal, dass wir es zurückkriegen. Ich habe noch keine Ahnung, wie man nachlädt. Ah, ohne zu zielen auf die Schusstaste, okay. Komm, das, ah, die ganzen Leichen bleiben ja liegen. Entschuldigung, zwei Fehler. Begegnung abgeschlossen. Erledigt. Muss man noch was machen? Hier ist ja nichts mehr, oder? Keine Ahnung, ob das gut ist. Okay. Ah, eine Begegnung muss ich noch abschließen. Das Abschließen von Herausforderungen schaltet dauerhaft neue Charaktere, Designs, Gegner, Mods und mehr frei. Aha. Ja. Wir sind jetzt dann wieder im Versteck, oder? Das nehmen wir natürlich. Was haben wir hier? Was ist denn das? Handelsposten durchmischen? Rezepte, Springfallen, Medikits. Was kosten die? Okay, die kosten.
1 kostet 3, das könnte man mal mitnehmen. Schockbomben brauchen wir jetzt nicht. Aber ich kann doch da, genau. Da kann ich auf jeden Fall schon mal was machen. Kapazität. Natürlich nicht schlecht, das machen wir. Ja, ansonsten hast du schon. Ich habe nicht mehr Teile. Und dann geht schon mal wieder weiter mit der nächsten. Nee, hier sind wir. Holzfällerlager. Ansturm BLF. Okay. Und da haben wir gejagt, infizierte. Ach komm, das machen wir mal. Das klingt interessant. Ist noch keiner da, ne? Aber ich glaube, Material liegt so auch rum, ne? Das Licht aus. Okay, ich muss so lange überleben. Oder kommen wir schon wieder? Scheiße. Okay, Begegnung gescheitert. Das Roguelike-Zeug ist eigentlich nicht so meins, aber wie gesagt, wir probieren es. Und ich habe die ganze Steuerung eigentlich gar nicht mehr so im Kopf. Naja, das war schneller die, ha? Okay. Okay. Alles klar. Okay, das sind Herausforderungen, die man alle machen kann. Da kann man dann einiges freischalten. Wir machen nochmal einen Durchlauf. Ich stelle es jetzt mal ein bisschen runter, aber sonst. Machen wir mal Abby. Ja, mach mal. Ich muss da auch erst wieder in die Steuerung reinkommen. Also ich bin ja schon so lang draußen. Das wär's. Oh, da schaut's anders aus. Sieht aber schon cool aus, ja. Okay, wir haben ja nichts, ne? Wir haben ja alles verloren. Wir starten ja immer wieder neu, genau. Ja, da gibt es eine Auswahl. Wir haben Fragezeichen. Wir wissen es nicht. Okay. Geheime Begegnung. Gut. Einige Begegnungen besitzen Mods, die besondere Regeln und Mechaniken hinzufügen und das Gameplay drastisch verändern können. Die Mods einer Begegnung kannst du dir auf dem Planungsbrett oder im Rucksackmenü anziehen. Du
Du kannst auch neue Mods freischalten, in denen du Herausforderungen abschließt. Ja. Überlebe den Angriff. Oh, das ist schon wieder gejagt. Das mache ich gleich gar nicht. Hört man die? Aber die wissen ja komischerweise, wo wir sind. Kann ich denn meinen Nahkampfwaffe benutzen? Hab ich keine drin? Ich komm noch nicht klar. Wo ist meine Nahkampfwaffe? Ach so, okay. Mit X. Ist doch schon wieder mal da. Also. Du kommst da zum Schießen, ey. Aber es nachladen tut. Geh halt darüber. Oh Gott, wir haben es geschafft, irgendwie. Mit Mühe und Not geschafft. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall wieder, wie man ausweicht und wie man jetzt zuschlägt. Das ist das Quadrat. Nicht das X. Ja, ich nehme alles, was ich kriegen kann. Gibt es da auch mal andere Waffen dann? Was? Militärpistolenmunition? Nee, wir warten mal. Was kann ich jetzt machen? Ist eigentlich das gleiche wie bei der Ellie? So, und dann schauen wir nochmal. 5 Patronen haben wir. Können wir aussuchen. Also gejagt ist nicht so meins, das habe ich schon mal festgestellt. Die wissen ganz genau, wo du bist und die rennen auf dich zu und das war's dann. Ansturm suchen. Gejagt? Nee, wir machen suchen. Erledige alle Wellen. Okay. Oh, wir haben Verbündeten. Bring da aber um. Du weißt immer nie, wo die kommen, ne? Niemand zu sehen. Ruhe. Klar. Da. Eine lautlose Waffe wäre halt was, ne? Vielleicht haben wir das Glück.
und darüber. Komm, knirgi, knacki. Kommst du her hier, oder? Das ist doch nicht zu rennen, oder? Hast du nix? Okay, da ist die Truhe. Da haben wir noch Munition. Da ist eine Nahkampfwaffe, die nehmen wir natürlich auch. So, nächste Welle. Ich glaube, die kommen dann von da, ne? Vier Mann. Die Reichweite von den Lauschen ist halt ja ziemlich begrenzt. Oh, ich sehe es da hinten. Da war einer, ich weiß es. Ich will die Pistolen mal jetzt anhören. Okay. Da kommt wer. Oh, was war das? Was kam mit euch? Okay. Komm, wir müssen da schnell rein. Was ist eine blöde Truhe? Die ist oben, oder? Da. Weißt du was, wir fackeln da nochmal ein. Ich habe bloß noch einen Schuss, aber... Ah, was ist erledigt. Ah, egal wer jetzt da durch die Tür kommt. Verschwunden! Hä? Da ist offen! Okay.
hier ins Versteck. Ich würde es halt schön finden, wenn man da manuell ins Versteck zurückkehren könnte. Weil dann könnte man da noch ein wenig abgrasen. Nach Materialien oder Munition. Den Charakter mal freischalten. Alles in allem eine hübsche Bruchbude. Wir kriegen wieder Material. Was? Neuer Verbesserungszweig überleben? Hier. Was heißt das? Oh, man kann sogar Heilung durch Nahkampftreffer. Das kann man lernen. Was haben wir hier noch? Schnellfertigung? Na, das ist sowieso was. Hochnötig. Nachdem du einen Gegner mit einem Schlag getötet hast, ist innerhalb der kürzesten Zeitfenster dein nächster. Ja, okay. Machen wir gleich. Kann man wurscht. Was kann man hier noch machen? Okay. Kohle kriegen wir doch auch. Wo ist denn der Waffenschrank? Ach, hier. Ich frage mich, halbautomatisches Gewehr. Kauf das mal. Schalldämpferrezept. Messerrezept. Okay, jetzt schauen wir mal. Kann ich da was basteln? Was nicht? Aber ich kann Silber noch. Ich hätte das gar nicht kaufen sollen. Okay, Erfahrung macht schlau. Natürlich. So, was haben wir denn hier? Ach, ich kann ja bloß das nehmen, ne? Genau. Ansturm, die sind wieder im Suchmodus. Erledige alle Wellen. Klar. Da haben wir das Gewehr. Ich komme von da. Es waren auf jeden Fall immer mehr. Jetzt sind es mittlerweile schon 5 Brunnen. Geht ja gerade zu. Ein Schuss haben wir noch. Das dachte ich schon, was ist denn das? Komm, machen wir den offenen Kampf. Ja, ich weiß auch, dass du da bist. Ich suche eigentlich Munition. Ihr habt eigentlich nichts oder was? Okay, da hinten war irgendwo, glaube ich, die Truhe. Da. Das war's hier schon. Nicht mehr. Schon wieder so ein blöder Hund.
Oh, der ist da. Erwischt! Hier drüben! Verräter! Scheiße, weg von mir! Was sagst du? Sie ist da verschwunden! Ich hab hier nichts mehr. Los, um sie herum! Nein, das war die nicht. Ich bin jetzt immer für die anderen Spiele nur gewöhnt. Kann ich nachladen? Hab sie! Bleib da drin! Du solltest besser fliehen! Oh, die schießt am Kopf. Dann hat sie es erledigt. Sau. Das ist immer noch ungewohnt, ey. So, gibt's noch irgendwelche Leichen zum Plündern? War da nicht was? Rück ins Versteck. Okay. Gucken mal, was wir hier kaufen können. Doppelläufige Schrotflinte. Aber das war's dann. Ne? Da können wir noch Munition kaufen. So, können wir irgendwie was herstellen an Munition? Nein, ne? Das da können wir machen. Moment, da haben wir ja noch was. Impulshältlinge. Das ist ein ziemlich verkürzter Baum. Stabilität und Kapazität kann man hier machen. Da kann man einen Schaden machen. Schaden ist nie verkehrt. So, auf zur nächsten Begegnung. Da haben wir jetzt wieder die Wahl zwischen Ansturm, die sind gleich im Kampf. Und da ist gejagt. Aber hier habe ich jemanden dabei.
machen wir mal. Nee, das weiß ich gar nicht. So, du musst dich wieder finden, okay. Alles klar. Okay. Dein Glück reicht bis Das sind drei. Ich hoffe, die kommen von vorne hier. Weiter! Direkt voraus! Sie hat eine Flinte! Casey! Mist, verflucht. Was hättest du was? Also Kiste. Okay, die Waffen haben wir fertig geschrottet. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas plündern können. Da müssen wir natürlich schnell sein. Ich fand hier war es ganz gut. Nein, was mache ich denn? Da war nicht schlecht. Einer noch. Was? Wo ist denn das Ding da oben? Komm ich da hoch? Wie kann ich ihn klettern? Kann ich mich verarschen? Darüber, darüber. Nein, was tut das dir? Also, ich habe noch getroffen, oder? Gut. Na los! Geht klar! Ist da was für mich? Sehr schön. Ah, sie sind weg! Gebiet durchkämmen! Lass sie nicht entkommen! Hab ich dich! Ah, das war's mit euch. Nee. Wo geht's an? Da wäre noch was. Ja, ich verwechsel da immer das Nachladen mit einem. Mit irgendwas anders. Bei allen Spielen ist das immer entweder X oder Quadrat. Aber hier ist es dann R2. Da muss man sich wirklich erst dran gewinnen. Tarnung haben wir bekommen.
Da kann man Teile kaufen. Das sind zwei. Okay. Schauen wir mal, ob wir die Schrotflinte noch verbessern können. Ich habe da nämlich so Ahnung, dass wir gleich ein bisschen was auf die Klappe kriegen. Das war's mehr oder weniger. Nachladegeschwindigkeit wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber ich glaube, wir können noch Teile kaufen. Das investieren wir mal. Genau. Sollte auch ausreichend sein. Genau. Glaube ich noch. Das haben wir ja. Wir können jetzt Schalldämpfer anfertigen. Auch nicht schlecht. Das Gute ist, dass man hier... Oh, macht der automatisch dran? Okay. Nachladen ist auch. Ich würde da mal hier die Waffe wechseln. Zwei Schuss haben wir da dann bloß. Okay. Und dann stürme mir mal ins Gefecht. Oh nee, ist das der TV-Sender. Erledige alle Wellen. Gesundheitsmäßig schaut es bei uns gut aus. Gucken wir mal hier noch irgendwas finden. Da haben wir noch was. Wir hätten ja Schalldämpfer. Verdammt! Ich komme hier schon hoch. Nachladen, wirklich. Ja, was soll denn das auf mich schießen hier? Bis unten. Na komm. Wir haben keine Zeit. Wo sind die Kisten jetzt? Ach, hier. Okay, was sind die? Hey! Beim Tisch! Alter, Alter, hast du mich jetzt erschreckt, ey. Steht auf einmal hinter mir. Shit. Na komm. Du dich. Ja.
Ich habe was anderes. Und sehen wir was Neues. Und da habe ich doch vorhin gesehen, dass da was droppt ist. Au. So, wo bist du? Scheiße. Du lebst immer noch. Ja, ich weiß, das tut weh. So, wo war jetzt die Kiste? Hier. Bin hier drin ziemlich scheiße auf. Ich habe mich jetzt ein bisschen überrascht. Hey, das ist unsere Chance! Au, bin da ausgewichen. Ja, komm nur runter. Verschwunden. Überall nach dem Holt sie euch. Okay. Nee. Ciao. Warte, Moment. Das wollte ich haben. Sau. In einen Pfeil reingeschossen. Okay, komm, lass mich doch schnell sammeln hier. Ist da eigentlich eine Rohrkiste da am Schluss? Da haben wir was. Zu spät. Oh, jetzt haben wir noch Pause, ja? Reichen die Teile nicht? Können wir hier Munition kaufen? Okay, was haben wir? Können wir ja mal machen, ne? Okay, das machen wir auch. Halt, Moment. Wir hätten hier noch... Okay. Da hat man einen Boss. Spielraum Bloder. Okay.
glaube, ich habe da. Scheiße, ich wollte das Ding erlegen und abhauen. Ja, das wäre der Boss gewesen. Und ich habe die Schrumpfeln nicht mehr drin gehabt. Ich habe auf einmal das Gewehr wieder drin gehabt. Ah, da muss man unbedingt drauf achten. Ja, okay. Mein Fall ist der Modus hier jetzt nicht so. Ich mag das Roguelike-Zeug da eigentlich gar nicht. Aber für diejenigen, wo das gefällt, die haben da ein bisschen was dran zu spielen und irgendwas dran zu knabbern. Das ist klar. Neues Outfit haben wir freigeschaltet. Okay. Es schalten sich halt weiterhin neue Mods frei, Umgebungen und was halt auch immer. Das muss jeder für sich wissen. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir schauen hier mal rein und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Last of Us Video wieder. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. It's in my blood, it's in my veins.